dann spielst du noch wilder und noch mehr Leidenschaft mit einem anderen Instrument. 1, 2, 3, jetzt! Ein bisschen Spaß muss sein, damit die Welt von Sonnenschein. So werden wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein, das ist nicht von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein. Würdest du jemals hier, ungefähr 5000 Menschen am Maxplatz, ne? Würdest du jemals hier auf der Bühne so richtig aus dir rausgehen und so Roberto Blanco zum Beispiel, magst du den? Nee, würdest du? Den Typen nicht. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt von Sonnenschein. Und das Publikum rastet aus. Schmeißen, wir setzen jetzt mal auf die Stühle hin, lacht den weiter. Was ist denn hier? Jetzt wollen wir mal gucken. Entschuldigung, hast du dich eben geschneuzt oder gelacht? Ich schmeiß mich weg. Oh mein Gott, was ist das los? Wie lange macht ihr das jetzt schon? Wann hat das Projekt gestartet? Was sind eure Ziele und was macht ihr denn? Ja, jetzt sind auch Sie informiert über diesen Sender. Und diese ganzen Berichte und so von Barmer Zauber, wo kann man die dann sehen? Dann heißt die ganze Internetadresse wie? Und jetzt ist interessant, welche Brauerei ist dir am liebsten von den Bamberger Brauereien? Kann ich auch empfehlen. Ja, super. Ein Riesenapplaus. Also ganz genau, das. 1, 2, 3, jetzt mach auf. Guck mal hier, ein Geschenk für dich. Einfach kurz aufsetzen und schau dich um. Hammer das Teil. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Ist da leben so? Anders, ja. Mein Lieber, die Frage an dich. Ich würde dir das... Bitte? Ja. Das wäre jetzt mein Angebot. Pass auf. Ich würde dir dieses Spezialgerät verkaufen. Hättest du Interesse? 5000 Euro. Habe ich nicht gebührt. Wie viel? Sag mal kurz, wenn mit dem Fingerschnippe bietest du mir 500.000 jetzt. Ich würde dir diese Brille verkaufen. Wie viel bietest du mir dafür? 500.000. Ja, also, dann, sie ist nicht mein Eigentum. Wer ist der Eigentümer davon? Also, 500.000 Euro wert, hinterher verkaufst du sie. Sei schlau. Perfekt, prima.